Check, check, check. Soundcheck. Test, test. Okay, jetzt habe ich richtig Sound wieder. Alter, Katastrophe beim letzten Mal. Kannst du ja nicht ausdenken, ey. So, ich bin nochmal hier zu diesem Spot, weil hier so wahnsinnig viele Muscheln reinballern. Und ich sammle und farme gerade wie verrückt Goldköder. Alles andere schmeiße ich direkt wieder rein. Weg damit. Es läuft einfach gerade zu gut hier mit den Goldködern am Windenbach. Zack, und direkt hier die nächste Muschel. Also, lüpt, gar nicht so weit raus. So, den ziehe ich auch nochmal ein bisschen wieder rein. Hier vorne an der Stelle ist so auf 6, 7 Meter herum. So ein bisschen Kies und Gestein. Den ziehe ich auch nochmal ein bisschen. Ne, Moment. Ich glaube, hier kann ich nochmal die Schnur wechseln. Genau. Und hier lüpt es gerade ganz gut mit Muscheln. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Fischis wieder reingeschmissen. Nichtsdestotrotz läuft das doch hier ganz gut. Ich meine, die Trophy nehme ich natürlich gerne mit. Aber für die paar Minuten jetzt, die Anzahl der Muscheln ist gar nicht so schlecht. Ich baue nochmal alles um hier auf Microbraid. Warum nicht? So, schön fein hier rein. 2,7. 2,8 Kilo Tragfähigkeit, genau. Und dann auf meinem Setup hier auf 5, 6, 7 eingestellt. Reicht eigentlich gänzlich an Bremse. Was hatte ich hier? Da ist Microbraid auch schon drauf. Und hier ist sogar noch 4 Kilo Invisible Schnur. Oh, wieder abgegangen. Die hat aber auch schon geliefert hier. Invisible, sag ich. Die ganz normale Fluoro, 4 Kilo. Man kann hier auch wahrscheinlich mit ganz normaler, also ich meine, das sind Muscheln, ne? Die haben ja keine Augen oder was. Da kannst du wahrscheinlich hier auch mit ganz normaler Schnur dich hinstellen. Ganz normaler Mono. Keine Ahnung, wo ich gerade die Invisible habe. Ich nehme mal jetzt hier die pinke Alten. Reicht doch auch noch. So. Microbraid meine ich natürlich. Und wieder raus damit. Ich habe auch hier, wie gesagt, ein bisschen den Untergrund abgetestet. Oh, jetzt muss ich wieder klippen. Und zwar, ja, wie gesagt, so auf 6 Meter oder 5, 6 sogar nur. Ich gehe mal auf 6 Meter. Und zack, ganz locker easy raus. Es gab vor ein paar Tagen auch schon mal so einen Post, einen Beitrag, dass das gegenüber wohl gehen soll in dem Bereich. Ich bin aber halt immer so bequem, da extra rüberlatschen und sowas. Ich meine, das lübt ja hier bisher auch ganz gut. Schadet ja nicht, ne? Aber man kann es natürlich drüben mal testen. Ne? Also wenn man da eine Stelle hat, auch einfach, das war auch nur auf 5, 6 Meter rausgeschmissen. Und dann ab dafür. Ich bin von den Ködern auch heute mal ein bisschen anders unterwegs, und zwar mit Köcherfliegenlarve. Nicht immer mit den doch recht teuren und seltenen oder selten günstig zu kaufenden Mistwürmern. Da sind ja häufig die 30er Päckchen und sowas auch ausverkauft. Das heißt, wenn man hier auch mal im Low-Level sich hinstellen will und was rausziehen will, kann man das natürlich auch dann mit der Köcherfliegenlarve machen. Gründlinge, wie gesagt, gehen da auch drauf. In der Nacht die Kaulbarsche und so müssten da auch drauf gehen. Also das sollte alles funktionieren. Der nächste Gründling. Ich muss gleich mal gucken, was ich fürs, ob ich was aufhebe für einen Kaffeeauftrag. Ansonsten baller ich die weg oder ich verhackstück die auch später alle zu Ködern. Gründling, 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 Gründling. Wo ist er denn? Da ist er. Gründling ab einem Gewicht, ja, von 40 bis 60 Gramm kann man die dann mitnehmen. Zu Köfis verarbeiten. Die Muscheln halt immer wieder will, ne? Also ziehen halt echt immer wieder schön und gut ab. So wie das jetzt hier. Alter. Und dann haken die nicht, ne? Und jetzt. Die nächste Wandermuschel. Raketenmuschel. Krass. So, wieder nur flach rauswerfen. Und gib ihm. Aber ohne Scheiß, einfach zu wild, oder? Ich finde, das ist einfach richtig geil. Und wenn man eben schon in dem Levelbereich ist, dass man die herstellen kann, beziehungsweise wenn man natürlich Köderbeschaffung schon durchgeskillt hat und man kann dann hier die,
die Flussmuscheln und sowas herstellen. Ist natürlich nicht ganz billig, weil man sich ja dann auch noch die, das Messer kaufen muss extra. Das Professionelle kostet natürlich auch nochmal richtig Schotter. Ja, lohnt sich dann natürlich auch hier am Wolchow dann kaufen zu gehen. Aber dann ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt. Also dann kann man hier schön Flussmuschelköder absahen. Ja, wie gesagt, da bin ich gespannt, wie es dann heute Abend oder in der Nacht aussieht. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier vielleicht einen kurzen Break und dann schalten wir in der Nacht nochmal rein. Alter, das ist ja wild, das ist ja wild. Jetzt aber mal ran hier, du Lümmel. Ah, lange Zeit kein Biss und jetzt endlich wieder eine Muschel. Ich habe mal so ein bisschen rumprobiert und den gesamten Untergrund hier in der Zwischenzeit so ein bisschen abgetastet. Das heißt, wir haben hier, wo jetzt ungefähr die lilane, die rosa, die pinke Schnur ist, sagen wir mal, oder wo das Auge jetzt ist hier, in dem Bereich so eine ganz kleine Area mit Sand- und Kiesmischmasch. Und dann ist aber ab hier vorne in dem Bereich quasi, komme ich da so ein bisschen näher ran, genau, also hier so in diesem Bereich geht es dann auch los mit Kies. Und in diesem Kiesbereich habe ich jetzt gerade nochmal hingeschmissen, immer noch schön mit dem Setup hier, Micro Braid, 22er, 24er Haken, Köcherfliegenlarve. Jetzt habe ich hier, zack, schon wieder, jetzt habe ich hier in der Nacht mal auf Muschel noch getestet, weil jetzt nicht auf Muschel, auf, ich habe nur noch Muschel im Kopf, auf Regenwurm getestet, weil jetzt gerade so viel Flaute war, aber ich baue direkt wieder um hier. Den Regenwurm direkt wieder runter und ich baller sofort die Köcher wieder drauf und werfe hier vorne schön wieder auf diesen steinigen Bereich. So. Und da vorne ballern dann auch noch mehr Gründlinge rein. Also es sind auch noch zwei kleine Gründlinge und noch ein paar Rotaugen reingeballert, aber eben auch ein paar dicke Gründlinge. Von daher muss ich sagen, bisher bin ich echt zufrieden. Gar nicht so schlecht. Genau, hier hatte ich jetzt nochmal Regenwurm getestet, auch da hinten hingeschmissen. Kaulbarsch, oder? Kauli, ja. Schmeißen wir auch wieder rein, wollen wir nicht. Und ich baller auch da wieder nochmal da vorne hin. In diesem Bereich. Also, scheint wirklich gut abzugehen. Wenn man nochmal eine Gründlingstrophy haben will, einfach hinstellen. Kleinen Haken, ich sag mal so bis 18er Haken würde ich, glaube ich, hingehen, so zwischen 22er bis 18er Haken. Ganz so klein würde ich da, glaube ich, gar nicht rangehen. Man will ja auch die großen Brocken haben und nicht die kleinen Kandidaten. Ja, und dann nebenbei einfach noch schön ein paar Muscheln rausziehen. Wie gesagt, es sind auch noch ein paar andere Brocken reingegangen. Einige Rotaugen waren mit dabei, die habe ich halt alle wieder reingeschmissen. Was soll das ganze Gedöns? Und ich farme jetzt hier noch ein bisschen weiter. Schön Muscheln, vielleicht noch die ein oder andere Gründlingstrophy. Petri ihr Lümmel, zieht raus die Brocken, die Goldköder, gönnt euch die Gründlingstrophy. Daumen da lassen, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder einem Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.